Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Leute, voll von Let's Play Transport Fever mit einem kleinen Stau hier tatsächlich. Also das ist natürlich ein bisschen doof mit dem Stau. Ja gut, ne? Aber ich denke mal, das wird sich dann auch regeln, ein bisschen einpendeln hier. Wahrscheinlich nicht, aber schauen wir, wie die Takte, die Frequenzen hier so sind. Auf jeden Fall, Alter, 2 Millionen fürs Holz. Ja, wahrscheinlich, ne? 8 Sekunden Takt und 9 Sekunden Takt ist halt schon richtig hart, ne? Mir fällt ja noch zwei extra Dinger hier vielleicht nicht schlecht. Das müsste man mal evaluieren. Das mache ich auch mal. Vielleicht baue ich das hier mal hin direkt. So einen großen, auch wenn ich nicht weiß, was der Vorteil von dem Ding ist. Und dann verlege ich einfach mal kurz die Holzlinie. Das andere Ding. Halte ich dafür lieber kurz noch an, das Spiel. So. Falling Bridge bist du bestimmt. Too few. Da muss noch eine Station mehr hin. Aber die kommt jetzt dahin noch hin. Und dann kann das Spiel schon weiterlaufen, ne? So, und jetzt fahren wir nämlich hier hin und dann muss ich das Ganze ein bisschen mehr verteilen. Ja, hier ist nämlich kein Holz da gerade. Jetzt droppt das hier wieder nach unten enorm. Ja, und das verbraucht jetzt hier gerade natürlich hier maximal 850. Könnte aber eigentlich auch viel mehr möglich sein. Warum macht er nicht mehr? Natürlich jetzt hier auch richtig viel gelagert, ne? So 230 gerade im Lager, also das können wir gleich mal hier alles rausschubsen. Vielleicht wäre meine Zug, so ein Zug nicht schlecht, aber ich weiß auch nicht, ne? Das wäre natürlich so ein bisschen das Easy Life zwar, aber zu easy für jemanden wie mich. Gut, 2001 ist jetzt schon. Ja, hier ist jetzt natürlich ultra hart Stau, da müssen wir ein bisschen upgraden. Gehen wir mal auf Extra Large, ne, wir gehen auf sowas hier, ne? Super, dann geht das auch schon mal ein bisschen besser. Die kommen halt hier trotzdem nicht so richtig raus, es staut sich immer noch natürlich alles richtig hart hier auf. Ja, ein Truck nach dem nächsten kommt da rein und nimmt alles mit und, aber die kommen nicht so wirklich hinterher, hab ich das Gefühl, na doch. Jetzt ist gleich wieder alles weg, super. Und hier einer dem anderen 27,5, 27, 73.000, 73.000. Oh, das druckt Geld hier ohne Scheiße, ne? 73.000. Ja, auch wenn jetzt hier schon nicht mehr die 2 Millionen da sind, wie sie mal da waren, aber. Ja, die Prozents habt ihr auch einiges. Und hier, die Prozents können mehr, ne? Aber 780. Alter, das ist so krank. Oh shit, hier kommt es an, oder? Kommt es an? Planken kommen hier an. Einer nach dem anderen, ne? Es läuft hier richtig hart eigentlich, aber die Inchainer sind nicht genug zu sein. Wir sollen zwar versuchen, mehr wegzuschaffen, aber naja, ne? So wie? Ja, da ist immer noch potenziell genug, was dorthin kommen könnte. Hier oben ist auch noch potenziell genug, was dahin kommen könnte. So, da könnte sogar noch viel mehr fast hin, aber. Obwohl, auch wenn es heute auch schon langsam knapp wird, unsere Kapazitäten in den Orten. Das heißt, dann müsste theoretisch auch noch ein dritter Ort herhalten. Natürlich jetzt eklig, ne? Das Schöne ist, Holz ist nicht das Problem. Und jetzt wird es hier wieder voll. Oh, aber jetzt kommen da einige an. 900 wird hier nämlich gerade gemacht. Das sehen die da hier mit, ne? 920, 922, 924, also die gehen gleich über 1000, ne? Ja gut, bis 1600, da ist natürlich noch ein bisschen Luft, ne? Aber ich glaube, ich lege jetzt auch immer fest, einfach, dass der hier warten soll, bis er voll ist. Ist ja aber vor dem Bridge. Genau, dann warten immer, bis alles voll ist. Das heißt, dann verteilt sich das Ganze und nie fährt jemand leer.
Und ich meine, dadurch ist, wenn er wenig kommt, ist natürlich das Problem, dass er dann Attack darunter leiden kann, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt hier dieses Problem haben werden. 53.000, 59.000, 41.000, 41.000. Das ist schon krass, ne? 2,5 Millionen hier nur durch solche LKWs, das habe ich auch noch nie geschafft. Ist krass, das ist krank eigentlich, ne? Ich glaube, in Train 4 waren so 4 oder 8, 400 oder 800 war das Maximum da. Natürlich jetzt weit entfernt hiervon, ne? Also, ich glaube nicht, dass 1600 das Maximum ist, um ganz ehrlich zu sein. Jetzt zählt der Takt gerade, 9 Sekunden noch, das ist gerade noch so in Ordnung. Dem doch einer dem anderen Team. Ziemlich schnell, ich werde die voll, ne? Ja, also da ist das der Vorteil, dass immer jemand da steht. Da sieht man, man könnte theoretisch noch ein paar LKWs auch einsparen, aber das lasse ich jetzt einfach mal. Ne? 1100. Das ist so krank. Naja, gut, wir checken jetzt mal ab hier oben, nämlich, denn da fehlt ein Nahverkehrsnetz. Um Road Vehicle Ersatz müssen wir uns auch noch kümmern. Aber ich glaube, im Nahverkehrsnetz hier oben ist das mal viel, viel wichtiger. Wir brauchen dringend neue Minenersatz für die Road Vehicles, ne? Darum komme ich jetzt zuerst, weil das jetzt, glaube ich, doch wichtiger ist als gedacht. Also hier erster Linienersatz für Basingstoke. Das aber die normalen Busse. Jetzt kommen jetzt die drei Busse einmal. Ja, da kommen jetzt die kleinen hin. Das wird eigentlich reichen, ne? Burn passt aktuell noch. Auch wenn ich es da auch schon wieder einstellen könnte, theoretisch. Obwohl, nee, den gibt es noch und wird es auch noch für immer geben. Das ist ganz gut, dann lasse ich das mal so. Buckingham, die können mal größere Busse bestimmt gebrauchen. Ist da jemand mit 18 vielleicht? Vielleicht ist das nicht schlecht. Hier Evesham Food. Die kriegen hier mal ihre schönen MANs. Ich glaube, die waren so in der Linie, die halt zu alt waren, dann einfach. Fähre 1, lasse ich mal. Hier, die kriegen die normalen kleinen Busse. Ich muss das Fenster weiter nach oben. Poppt das vielleicht besser auf. Da sieht man schon, da wurde schon der erste direkt ersetzt. Also, es könnte jetzt ziemlich teuer werden am Anfang, weil hier ziemlich viel auf einmal ersetzt wird, aber naja. Wir können jetzt auch hier dann die spezifischen setzen, aber das will ich eigentlich nicht, weil ich sehe ja da schon, dass ich da so Sachen dann verteile noch weiter, als eigentlich geplant. Das ist vielleicht eigentlich ganz cool. Hier war voll, 3 Millionen machen die gerade easy win. Ne? Da packe ich jetzt auch mal 40 Tonner drauf, das brauchen die vielleicht auch. Dann werden die auch schneller dann in der Zeit dann natürlich, weil der ist schneller. Weiß dann steigt dann der Takt noch ein bisschen weiter tatsächlich noch an. Also, wie das halt viel, viel teurer ist, dann ne? Wahrscheinlich auch für den. Ja, pro Jahr auch, ja. Ich denke, mit den MANs sind wir eigentlich überall, fast überall ganz gut beraten. Schon der da, ne? Also, schnell ist der. Ist okay, da oben mal rausrutscht, ne? Das ist so blöd. Ich ziehe das mal noch weiter nach oben. Vielleicht geht es dann irgendwann mal, wird es bestimmt gehen. Geht's. Yes. Boah, ich glaube, wir sind noch nicht fertig bald, aber ja, kann sich noch um Stunden handeln. Aber das Nahverkehrsnetz hier bringen wir in der Folge auch noch zustande, glaube ich. So, die Tools gehen natürlich auch. Und ich habe noch überhaupt noch nie einen Ersatz gesehen, deswegen hier ist es vielleicht ganz gut, dann mal sich darum zu kümmern eben auch. Wobei es jetzt für den Anfang wahrscheinlich ziemlich teuer ist, weil eben viele zu alte Fahrzeuge existiert haben. Sonst das die Grifflinie, Firmus 1, ja. Den, ja, vielleicht ein bisschen größeren Sachen, vielleicht auch nicht schlecht auf Dauer. Firmus Transfer. Ja, da packe ich mal einen ganz großen mal drauf, weil nee, ist zu teuer. Ja, auch die jährlichen Kosten sind mir da zu hoch, um ehrlich zu sein. Ja, Eisen, da kann vielleicht auch mal ein großer mit drauf.
Oder 40 Tonnen erhalten, ne? Hier Hazel mehr, der macht auch alles dicke Minus, weil die halt einfach hier zu alte Dinger haben da drauf ihren. Das ist natürlich dann ziemlich schlecht, wenn die so alte Dinger da drauf haben, ne? Die kosten dann mit der Zeit zu viel und dann ist das eigentlich auch schlecht. So, hier sind auch nochmal neue MANs für die Sherborne-Güter. Da packen wir vielleicht auch mal groß. Nee, ich denke mal so. Wir checken mal hier kurz ab, wie so sind von der Fülle her. Ja gut, da fahren noch welche leer, also ich denke mal. Mit MANs kommen wir da ganz gut klar. Oha, Train 1 zu alt. Ah ja, der auf der S2 ist zu alt, okay. Naja, kümmern wir uns dann auch nochmal drum. Ja, ne, dann setzen wir mal alles durch. Vielleicht haben wir es auch schon geschafft, nach 20 Minuten ungefähr gefühlt. So, Southborough Food, die machen eigentlich auch ganz gut Geld. Können auch schon fast davon reden, dass sie schon Geld drucken. Also jetzt wirklich, wir drucken ja eigentlich schon fast Geld hier oben in diesem Güterkreislauf, aber wenn es halt einmal läuft, dann ist halt extrem geil. Wenn es aber nicht läuft, dann haben wir ein riesiges Problem. Kleine Frage, habe ich hier wirklich gerade MA1 ausgewählt? Natürlich nicht. Weil sowas kann ich mal ziemlich gefährlich sein, tatsächlich. Deswegen aufpassen, ne? So, die Teststrecke trägt keinen Ersatz, soll schön alt werden, mal. 35.000 macht der Minus. Ich frage mich so ein bisschen warum, ne? Also, kann ich nicht nachvollziehen, eigentlich. Gut, dann fangen wir an, hier oben dann den Bahnhof zu bauen. Beziehungsweise die ganze Strecke sozusagen. Weil die laufen halt hier von den Füßen hinterher, das ist nicht cool. Vielleicht bauen wir doch mal hier einfach, das mache ich jetzt auch einfach mal. Tramschiene hin. Einmal hier hin und dann gehen wir mal hier hoch auf die andere Seite, wo wir auch schon ist, die hier stehen haben. Das upgraden wir natürlich auch nochmal. Und dann kommen wir zwei Gleise hin, einmal hier außen rum, so. Einmal nochmal hier in die andere, andersrum praktisch. Denn hier sind schon Busse da, ne? Ja, dann lassen wir die vielleicht mal durch. Gucken wir mal ganz kurz. Ich bin dumm, ne? Fahrbusse durch, so zwei Stücke eigentlich, ne? Zwei Linien. Ja, aber die sind zu alt, die sind zu alt, die sind zu alt, die sind zu alt. Die sind eigentlich auch schon überholt. Ne, eine Linie nur. Das ist hier unten. Nein, hier runter. So, die kommen jetzt mal alle schön ins Depot. Die ist, glaube ich, frisch ersetzt worden jetzt. Jetzt alle gleich in einem Depot drin, hier oben wahrscheinlich, genau. Und jetzt halte ich gleich mal an, wenn die da sind. Ich halte jetzt mal an. Und jetzt müssen natürlich hier Upgrades verlegt werden. Ich sag jetzt hier überall die hier. Und elektrische Trams. Hier einmal außen rum. So, und dann nochmal die andere Richtung. Auch nochmal außen rum. Mal gucken, wie es mit den Haltstellen dann passt und so, aber. Ja, gut, dann haben wir hier schon mal die Dinger gebaut. Dann fehlen natürlich noch die Depots, die passenden. Super, dann müssen wir sich nur die ganzen Haltstellen hinsetzen, überall. Die Tram-Bus-Stops. Hier überall hier draußen kommen, aber hier so rum. Nochmal in die andere Richtung auch.
halt nie ein bisschen öfters an, aber ist ja eigentlich auch nicht so schlimm. Gut. Ja, dann natürlich die Linie noch einrichten. Der Regio macht gerade 5,66 Millionen Minus. Naja, ich meine, der wird dann wahrscheinlich ganz gut dann kommen, nehme ich mal an. Hoffe ich jedenfalls mal, sag ich mal so. Okay, Fording Bridge 1, das dann hier. Fording Bridge, das ist so viel, was ihr dann mit Fording Bridge anfängt, aber. Fording Bridge 1 bitte dann noch. Danke. So, eine zweite neue Linie. Eben einmal in die andere Richtung. Ja, ich denke mal, das wird dann ja eigentlich auch relativ gut funktionieren. Warum nicht, ne? Vor dem Bridge 2 wird das dann hier dann. Das wird dann richtig verwirrend werden dann. Die ganzen Dinger überall zu setzen. Aber jetzt kommen ja erstmal natürlich die Trams hin. Da gibt es dann zwei. Einmal das hier, einmal das hier. Der untere ist natürlich way besser. Jedenfalls von außen her ist es schneller und können wir Leute mitnehmen. Das heißt, da packen wir jetzt hier einmal drei auf jede Linie. So, und dann let's fucking go. Bisschen schön lang, aber ich verstehe nicht, warum die nur so 30 Leute mitnehmen können. Das ist fast schon ein bisschen wenig. Dafür, dass sie so lang sind. Die passen noch kaum da rein. Also, naja, aber ich denke mal, der Takt wird auch nicht so schlecht aussehen bei denen. Naja, gut, 100 Sekunden im Schnitt. So. Ist auch cool hier in First Person, ne? Ja. Da kommen auch wieder die Gegentrams. Die verteilen sich nämlich hier ziemlich schnell auch. Die warten nur so lange in diesen Dingern, ne? Naja. Hier wartet tatsächlich gerade schon jemand. Ja, der ragt hier ein bisschen drüber, ne? Gut, hier wird ordentlich gerade gebaut, ne? 445 Leute wohnen jetzt hier auch schon. Auch wenn der Population noch kein Plus steht, aber naja. Dann kommt es auch noch schon mehr zum Bahnhof wahrscheinlich. Ja, 13 Leute fahren es damit. Wow. Aber ich denke mal, der Regio wird dann noch mehr Sinn machen, dann oder ein besseres Geld verdienen. Wenn wir dann auch mal die ganzen Städte dann besser hier anschließen, natürlich. Deswegen einmal da runter, dann gehen wir wieder da hoch. Da lang. Da kommen wir dann noch ein bisschen kleiner hin, wahrscheinlich dann kleinere Züge. Aber das werden wir dann sehen, ne? Wie sieht's hier gerade mit dem Holz aus? Oha. Da machen die mal ein mega Downgrade gerade, ne? Da ist wahrscheinlich so der Takt ein bisschen im Arsch von der Häuschen, oder? Ja, 15 Sekunden, na, also. Ja gut, hier sind wir bei 700 Grad, dann das Problem wahrscheinlich sein, dass die das überhaupt nicht mehr tragen können. Ja, aber da wäre ich auch noch viel mehr Potential. Die kriegen hier aber anscheinend auch das Zeug schon nicht mehr richtig los. Ist da hoch nach Watling, wäre natürlich auch noch so eine Sache. Es wird auch schon wieder mehr langsam, glaube ich. Nur gerade hält sich's. Das ist halt jetzt ein richtiger Stau, ne? Oh, das ist krass, das ist krass, das ist ziemlich, ziemlich krass. Man hat wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Geld, nur noch 2 Millionen knapp. Alter. Das ist schon ziemlich cool, ne? Also. Ja, aber ich denke mal, das wird's gewesen für diese Folge jetzt hier schon wieder. Bis zur nächsten, macht's gut. Stay tuned.
Euer Lukas.